Am Freitag war es bei WWE wieder Zeit für SmackDown. Wir sprechen für euch über das Geschehen und wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Review. Samstag, 10. Februar 2024. Ihr hört und seht den Spotify Wrestling Podcast. Wirklich, ihr seht vor allem auf YouTube, dass wir heute einen Podcast haben, der unter die Haut geht. Denn wir sind heute ganz, ganz nah beieinander. Es ist wahrscheinlich die heißeste Road to WrestleMania seit Jahren. Und wir sagen dann auch, dann machen wir mal den einzigartigsten Podcast seit Jahren. Melden uns aus Studio Melzig für diese SmackDown-Review. Denn ich bin heute nicht allein. Wir sind nicht zu zweit. Nein, wir sind heute zu dritt. Erstmal natürlich unser Gastgeber, unser Host hier für das Dach über dem Kopf. Das ist Chris Melzig, der mit uns über diese Show sprechen wird und über die WWE-PK. Es ist die heißeste Road to WrestleMania seit Jahren. Und ich freue mich, dass ich jetzt wirklich neben dir. Es ist zum Anfassen, diese Review. Mit Fleisch und Blut. Es ist wirklich. Mit Flausch und Blut mit heute. Flausch und Blut. Hallo Chris Melzig. Hallo Tobi, hallo Jonathan, hallo Zuhörer. Ja, es freut mich, dass ihr am Start seid. Ich freue mich tatsächlich sehr. Du hast es gesagt. Es ist mit die heißeste Road to WrestleMania, die wir seit Jahren hatten. Es geht viel ab. Und deswegen bin ich heute. Ich bin richtig excited, dass wir über dieses SmackDown und über diese PK reden. Und ich. Ja, bin mal gespannt, was eure Meinung hier zur Road to WrestleMania sind. Und dann auch noch in dieser wirklich unfassbaren Konstellation. Gerüchten zufolge habe ich mit dem Johnny gerade schon einen Nachschlag aufgenommen, der nächste Woche Free for All auf unseren Kanälen droppt, wo ich eine Stunde mit ihm über die Entwicklung von Spotfight gesprochen habe. Und Gerüchten zufolge hat der Johnny gesagt, ach komm, dann nehme ich SmackDown auch noch mit. Und deswegen haben wir, ich glaube, die erste SmackDown-Review von Johnny aus seit langer, langer Zeit und auch für diese Road to WrestleMania, hast du dich nicht lumpen lassen. Es ist mir eine Ehre, über SmackDown zu reden. Meine Güte, diese Show. Ich bin ja so gehypt auf die Road to WrestleMania. Triple H hat gesagt, die Road to WrestleMania ist am Brennen, Junge. Und ein bisschen fühlt es sich auch so an. Ja. So viel Star Power bei WWE und so viel Star Power hier neben mir. Ich weiß gar nicht, wo oben und unten ist. Ich weiß nicht, wo der Weber ist, doch weiß ich tatsächlich. Der ist nämlich nicht da, den vermissen heute einige. Aber das hat den Hintergrund, dass er sich noch ein bisschen Auszeit nimmt, dass er gesundheitlich wieder 100% auf den Damm kommt. Er hat mir gestern geschrieben, ja, morgens das erste Mal seit langer Zeit mal wieder ein ganz normaler Samstag. Ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Deswegen, er erholt sich, aber ist ab nächster Woche wieder für euch am Start und wird euch dann mit Raw und SmackDown begnügen. Du hilfst dem Marcel dann auch gut durch die Shows zu kommen. Und wir, ja, wollen auch gut durch diese Show kommen, aber natürlich müssen wir sprechen über das, was in der Nacht von Donnerstag auf Freitag passiert ist, denn das hängt unweigerlich mit dieser Ausgabe SmackDown heute zusammen. Es geht um diese Pressekonferenz aus Las Vegas, über die wollen wir jetzt zum Start sprechen, nachher SmackDown natürlich auch für euch, aber diese Pressekonferenz aus Las Vegas, das war ja wirklich der Archetyp dessen, was WWE im Peak sein möchte. Das war ja kein Pro-Wrestling, das war ja Broadway, das war ja Theater. Einfach nur eine Bühne, Leute kommen raus und sagen ihre Texte und erzählen eine Story. Das war nur Storyline, nichts anderes. Die brauchen gar keinen Ring. Das war, fand ich, richtig, richtig krass zu sehen. Und ich glaube, es war ein ganz cleverer Testlauf. Ich glaube, man wird das vielleicht öfter in Zukunft sehen bei solchen großen Events. Das ist einfach diese neue WWE, von der Triple H am Anfang auch gesprochen hat. Der kam raus zum Anfang der PK und hat gesagt, ihr habt noch gar nichts gesehen. Es ist eine komplett neue Ära bei WWE und hat die Fans dann heiß gemacht. Das werden riesige, bunte Cirque du Soleil-Events, glaube ich, in Zukunft. Das hat mit Pro-Wrestling an sich ja fast gar nichts mehr zu tun, oder, Johnny? Absolut. Und da will WWE ja auch hin. Ja. Also Wrestling ist in unseren Köpfen etabliert und wir haben gewisse Bilder von Wrestling. Wir haben ein gewisses Bild von, wie macht WWE Dinge. Und WWE bricht jetzt mit diesen Sachen. Gerade, ne, es verändert sich personell sehr, sehr viel. Es verändert sich in der Firmenstruktur, in der Zugehörigkeit. Verändert sich viel. Die Ideen, die werden anders. Ja. Die alteingesessenen Leute, die sind nicht mehr da. Und deswegen kommt jetzt Innovation rein, deswegen kommt jetzt sowas rein. Und eine Pressekonferenz vor WrestleMania, das hatten wir ja schon in den vergangenen Jahren auch immer mal wieder. Ja? Aber das in dieser Art, das war wirklich besonders. Und man hat da Dinge vorangebracht, man hat das gemacht, was man schaffen wollte. Man war in den Headlines, man war bei Social Media am Trenden und genau darum geht's. WWE super clever mit diesem Move. Chris.
Ja, ich kann euch nur zustimmen. Ich denke, dass alle 10 Jahre, ne, ist ja WrestleMania ein großes Event. Wir sind jetzt kurz vor WrestleMania 40 und das ist ja dann auch oft so der Start in eine neue Ära, in eine neue Richtung. Und ich glaube, dass wir jetzt eine sehr cinematische Ära bekommen von der WWE. Eine ganz, ganz andere. Genau das ist es, so eine Netflix-Hollywood-Ära. Du hast mit The Rock jemanden an Bord, der ist halt Schauspieler, ist ein Riesenschauspieler. Wahnsinn, ja. Du bist mit Netflix jetzt bei einem der größten Filme rausbringenden Herstellungsfirmen, die es so gibt, und du nutzt das und ich finde das schlau, weil damit erreichst du halt auch Leute, die mit Wrestling vielleicht noch nicht so viel am Hut haben, und das ist auf jeden Fall der richtige Schritt in die neue Ära. Ab WrestleMania 40 denke ich, dass wir da mehr und mehr sehen werden, und ich bin all in, also ich möchte es gerne sehen und ja, bin gespannt, was die WWE so für Ideen hat, aber die PK kann ich jetzt schon vorwegnehmen, die war richtig, richtig geil und die hat mich nochmal besonders heiß gemacht auf WrestleMania. Wir haben viele Videopakete gesehen. Bianca Belair hielt eine kurze Promo, hat sich heiß gemacht auf die nächsten Wochen. Becky Lynch und Rhea Ripley hatten einen kurzen, netten Staredown. So, und dann eben diese Nummer mit Roman Reigns, The Rock, Cody Rhodes. Seth Rollins war übrigens auch da. Das kann aber sehr schnell in Vergessenheit geraten. Mm, denn der stand da und war unnötig wie eine Tonne Tischtennisbälle. Also wirklich absolut unnötig, dass der da stand. Und wir reden dann bei SmackDown drüber. Der hat jetzt auch so einen groben Pfad in Richtung WrestleMania. Aber Seth Rollins, muss ich sagen, war tatsächlich absolut unnötiges Anhängsel. Ich weiß nicht, ob ihr es anders gesehen habt, aber der stand wirklich nur daneben und hat mit dieser ganzen Geschichte Rock, Cody und Reigns nichts zu tun gehabt. Noch jedem war der Titel von Rollins halt, finde ich, komplett egal. Ganz schwierige Situation, finde ich. Sehr, sehr gefährlich, dass ein Top-Champion, der ja auch wie ein Top-Champion wirken soll, Seth Rollins, so untergeht. Also in der Bedeutung ist das jetzt eine Gefahr. Ich finde, bei SmackDown hat man jetzt wieder mehr Bedeutung hineingebracht. Wir werden gleich noch drüber sprechen, aber das ist eine, gerade wenn du sowas Strahlkräftiges hast wie Cody, Rock, Reigns, darüber redet jeder. Und dann Seth Rollins so zu positionieren, der sah nicht besonders krass aus. Der sah nicht aus wie ein Star bei dieser Pressekonferenz, sondern eher, ja, wie ein bunter Kanarienvogel, für den sich niemand interessiert. Und das ist total schade, weil er trägt eben trotzdem diesen großen Gürtel, der groß wirken soll. Ja, da kollidieren so ein bisschen die Interessen. Ich bin gespannt, ob WWE das dann auch schafft, das nochmal so zu etablieren, dass Seth Rollins wirklich ein Top-Champion ist. Und das wirkt sich ja auch auf den Gürtel aus. Also es ist ja, bin gespannt. Ja, die WWE setzt alles auf eine Karte. Wir haben es letzte Woche bei SmackDown ja angesprochen. Roman Reigns hat Seth Rollins dargestellt wie den größten Loser-Champion, den es in der WWE gibt. Der hat sich dahingestellt, hat gesagt, ey Freunde, das ist der Titel für die Leute, die gegen mich verloren haben. Mehr ist das nicht. Und so ist Seth Rollins aktuell positioniert. Und dann steht er bei der PK halt da an der Seite, ist im Brawl ein bisschen involviert. Der war nicht mal Mittel zum Zweck. Er war einfach da, weil er halt Champion ist. Und das war das Einzige, weshalb er da am Start war. Er hat mit dieser Story nichts zu tun. Die WWE setzt alles auf die große Karte. Roman Reigns, WWE Undisputed World Heavyweight Championship. Das ist das große Ding aktuell. Und da wird ein Rollins nicht ansatzweise in Richtung WrestleMania rankommen. Also auch der Pfad, den man jetzt bei der SmackDown gemacht hat, da reden wir ja gleich auch noch drüber. Ich finde, das ist so ein, du musst halt was machen, um in Richtung WrestleMania was für Rollins zu haben. Und mehr ist das nicht. Das ist der easy Weg. Und ja, es ist keine große Story, die über Seth Rollins erzählt wird. Und das muss man einfach sagen. Der ist der Verlierer in dieser Geschichte. Der Plan war halt ein anderer. Deswegen, also gibt ja auch oft gerade immer die Diskussion, WWE, die setzen gerade den Masterplan um. Alles war perfekt von Sekunde 1 an geplant. Ich glaube, bei Seth Rollins ist das nicht so. Ich glaube, bei ihm läuft gerade gar nichts wie geplant. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Ziel war, ihn darzustellen wie den letzten Vollpfosten. Aber ja, gucken wir gleich noch. Und es ist ja auch verständlich, es ist ja völlig klar. Jeder sieht Rock, Reigns, Cody. Das ist das große Ding, das ist das Größte. Ja. Aber wenn Seth Rollins daneben klein wirkt, dann wird es problematisch. Und das passiert halt gerade. Und das passiert sicherlich auch, weil es eine Planänderung gab. Mehr dazu gleich. Ja. Was ist passiert? Roman Reigns kam dann raus, hat gesagt, er ist der hier die Shots am Callen ist. Cody, der weiß doch selbst nicht, was er will. Und dann kam The Rock raus, hat sich auch über die Cody Crybabies ein bisschen lustig gemacht, hat Roman Reigns ganz groß den Familienstammbaum gezeigt. Es gibt herrliche Memes dazu auf Twitter. Und quasi die ganze Bloodline haben sie da abgebildet. Und Roman hat gesagt, wer denkt, dass das nicht das größte WrestleMania-Match ever ist? Well, it doesn't matter what you think. Und dann gibt es den Handshake von Rock und Reigns, symbolisch, die einigen sich bei Mania machen wir Big Business. Dann kommt Cody Rhodes heraus und sagt, Bullshit, ich habe den Rumble gewonnen, ich mache hier die Ansagen und ich wähle dich
Roman. Bin gleich gespannt, Chris, was du dann dazu sagst. Alles begleitet übrigens von einer ständigen Mischung aus Jubel und Buhrufen, sowohl für The Rock als auch für Cody Rhodes. Also dort gab es für beide Zuspruch und Buhrufe. Bei SmackDown fand ich, war es sehr eindeutig kontra Rock, also sehr viel Rocky Sucks und Cody dafür immer, wenn sein Name gefallen ist, groß gefeiert. Naja, und Rock, der stellt sich im Laufe des Segments vor Roman und sagt, ey, Cody, sein Blut, das ist auch mein Blut. Wenn du über den redest, redest du automatisch auch über mich. Cody fängt sich dann eine Ohrfeige und backstage geht The Rock dann sogar den Triple H an und sagt, bring das wieder in Ordnung oder muss ich hier ein paar Fäden, ein paar Strippen ziehen? Also man spielt auch damit, The Rock ist jetzt im Vorstand der WWE, des TKO-Boards und auch das wird dann hier quasi mit eingearbeitet. So, Chris, du hast letzte Woche SmackDown geguckt und dort war es so, Cody hat gesagt, Roman, ich mach dich kaputt. Aber nicht bei WrestleMania. Jetzt haben wir eine Woche später die Pressekonferenz. Cody sagt, Roman, ich will dich. Was hat sich jetzt stimmungstechnisch von der letzten Woche bis hierhin bei dir verändert? Oh, ich sag dir einiges. Also letzte Woche war ich sehr down. Ich habe ja gesagt, Cody ist der Blödian des Jahres. Der ist einfach der Volltrottel. Der geht als kompletter Dummkopf aus dieser Story. Dazu stehe ich zum Stand letzter Woche auch immer noch. Und wenn dieses eine klitzekleine Element gewesen wäre, nicht gewesen wäre von ich möchte dich, aber nicht bei WrestleMania, dann fände ich die Story total sinnvoll und total gut. The Rock kommt raus, der will Roman Reigns, okay, das macht Sinn. Aber dieses Element, dass er gesagt hat, ich will dich, aber nicht bei WrestleMania, das macht ja auch jetzt im Nachhinein immer noch gar keinen Sinn, dass er dann rauskommt und sagt, hey, ich entscheide mich jetzt doch für dich, Roman Reigns. Also was hast du dir dann letzte Woche bei deiner Promo gedacht, wenn du doch eh schon im Gedanken dabei warst, Roman Reigns für WrestleMania auszusuchen? Stimmungs- und gefühlstechnisch hat sich jetzt dann aber doch nochmal so ein bisschen ins Positive für mich geändert. Ich freue mich, dass Cody im Main Event ist. Darauf habe ich letzte Woche auch gehofft, weil es ist das Einzige, was immer nach dem Rumble-Sieg. Letztes Jahr knapp gescheitert, dieses Jahr muss er dann einfach diesen Titel holen und ich hoffe, dass das geschehen wird. Deswegen bin ich jetzt positiver gestimmt. Wenn doch, ich auch sagen muss, ich hätte schon gerne The Rock gegen Roman Reigns gesehen. Also bitte nimm mir das nicht weg, gib mir das an anderer Stelle. Das braucht den Titel nicht, das haben wir oft genug gesagt. Und deswegen wäre mein Optimalszenario, um das jetzt schon mal auszuschmücken, Rock gegen Reigns Night 1, Cody gegen Reigns, dann Night 2 oder Cody gegen den Sieger aus dem Match Night 2. Das wäre für mich, glaube ich, die sinnvollste Lösung. Aber ja, stimmungstechnisch bin ich auf jeden Fall positiver gestimmt als noch letzte Woche. Das freut mich zu hören. Danke. Schön, dass es dir gut geht. Ja, toll. Tolle Katze, dass du auch dabei bist, ist schön. Ja. Okay, und du hast ja dich auf Instagram auch sehr erfolgreich beschwert. Das ist richtig, ist viral gegangen. Ja, das war ein Real-Ausschnitt von Chris, gut angekommen. Also Ausschnitt, genau, ein Ausschnitt unserer Review. Und ja, also nach letzter Woche musste das sein. Also da könnt ihr mir, glaube ich, beide zustimmen, oder? Naja, also man kann es halt aus zwei, also ich werde eh gleich, ihr könnt euch darauf einstellen, ich möchte gleich ein paar Sichtweisen darlegen, weil ich glaube, hier gibt es nicht die eine richtige Ansicht der Dinge. Ich glaube, man kann das aus ganz vielen Perspektiven sehen. Und es gibt jetzt zum Beispiel hier die sagen, ja, war doch alles ein großer Plan, um Cody mehr Zuspruch zu bringen. Das stimmt, denke ich, und das war auch der Effekt. Aber natürlich, was halt auch trotzdem immer noch im Raum steht, es ergibt immer noch keinen Sinn, dass Cody letzte Woche gesagt hat, nee, mache ich nicht. Also kann man schlecht dann, Cody kann sich ja schlecht hinstellen und kann sagen, ja, das habe ich gemacht, damit ich mehr Zuspruch kriege. Das wird er jetzt wahrscheinlich nicht vor Publikum sagen, deswegen bin ich gespannt, ob man das noch erklärt. Johnny, aber erstmal dein Take zu dieser ganzen Main-Event-Konstellation. Super interessant. WWE kriegt es hin, dass wir drüber reden, dass wir uns drüber Gedanken machen, vor allem, dass wir dann auch nächste Woche wieder einschalten wollen. Daher erstmal Kompliment. Ich glaube, wir haben da eine Problematik, vor der Triple H immer wieder stehen wird. Er macht einen Plan und er merkt, die Leute reagieren ganz anders auf diesen Plan. Und wenn er diesen Plan so umsetzt, dann geht's nach hinten los. Und dann hat er irgendwann einen Main Event, bei dem die Leute ausbuhen und Wasserbälle rumwerfen, wie in der Vergangenheit. Ja, du erinnerst dich, als wir da waren, und war Wasserball. Ich dachte erst, mir streicht jemand über. Da war Wasserball angeflogen. Naja, und das will Triple H verhindern. Deswegen plant er Dinge, er bookt Dinge und schmeißt dann um. Das wirkt für uns wie eine Logiklücke. Und es ist auch eine Logiklücke. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass Triple H reagiert auf das Publikum, weil im Endeffekt ist... Also du glaubst tatsächlich, dass sie gerade den Plan geändert haben? Also du glaubst nicht, dass das alles von Tag 1 exakt so geplant war? Das behaupten also, ja auch einige. Du erkennst es ja an Äußerungen, wie The Rock kommuniziert hat. Also The Rock sagt erst, Head of the Table,
ich bin, oder so impliziert, ich bin der Head of the Table. Cody sagt sowas wie, ich will dich. Und dann gibt es dieses Drumherum und dieses Hin und Her. Ich glaube, die Planänderung kam. Ja. Okay. Das, ne, finde ich generell einfach sehr spannend zu sehen, wie viele Takes es da gerade gibt. Und tatsächlich ganz viel Schwarz-Weiß in dem Fall, wie das beim Wrestling ja immer in der Diskussion so generell, wir diskutieren darüber, das ist geil. Aber ich finde, hier ist es nochmal ganz deutlich zu sehen, entweder die Leute sagen, geiler Masterplan, den die umsetzen, von Sekunde 1 an, die worken euch. Und dann gibt es die anderen, die halt sagen, weil irgendwie... jetzt habe ich weder Bock auf Roman gegen Cody und ich habe irgendwie auch keinen Bock auf Rock gegen Reigns mehr. Was machen wir denn jetzt? Deswegen finde ich ganz spannend. Aber durch diese Diskussion entsteht ja letzten Endes der Hype. Es wird diskutiert um die richtige Sichtweise. Ich glaube aber trotzdem, um das nochmal zu unterstreichen, es gibt hier nicht die eine einzig richtige Sichtweise. Dafür möchte ich einfach ein bisschen sensibilisieren. Ich glaube, hier hat jeder eine Meinung zu, das ist auch gut so. Aber ich glaube, keiner sollte jetzt den Anspruch haben, dass seine Meinung die einzig richtige ist, sondern... Es gibt hier in meinen Augen ganz viele valide Sichtweisen. Wie viel jetzt hiervon zu 100% geplant ist, ich sag mal so, ist für uns Fans im Umkehrschluss eigentlich scheißegal, solange am Ende was Geiles bei rauskommt. Deswegen, natürlich kann man jetzt viel drüber diskutieren und die worken euch und so weiter und so fort. Ey, am Ende des Tages, wenn das Endergebnis stimmt, ist mir egal, ob die drauf reagiert haben oder nicht. Ich glaube zum Beispiel auch eher, dass sie gerade sehr gekonnt drauf reagieren, aber safe. Natürlich würden sie das nicht sagen, sondern wollen es so aussehen lassen, als wäre das alles der Plan, damit die Leute eben sagen, ja, ist ja, haben die ja alles nur geplant und so. Und ich finde auch, man kann das nicht genau sagen. Ich finde, wenn jemand sagt, wenn jemand sagt, es ist zu 100% so vorhergesehen und geplant, oder wenn jemand sagt, die reagieren nur drauf, das ist ja beides. Also das sind ja diese Extreme, in denen Wrestling nie funktioniert. Wrestling ist nie nur immer 100% vorhergeplant. Wrestling ist immer auch Reaktion auf die Crowd. Und so verwebt sich der Plan mit den Zuschauerreaktionen, so verwebt sich das Booking mit den Reaktionen und dann auch dem Follow-up darauf wieder. Und auch einzelne Segmente sind beeinflusst von Zuschauerreaktionen. John Cena hatte Segmente, in denen durch Zuschauerreaktionen eine ganz andere Richtung reinkam. Und deswegen würde ich das nicht auseinanderbauen wollen mit, es ist geplant und es ist spontan reagiert oder ungeplant. Weil wir sehen am Ende nicht, was auf diesem Booking-Sheet aus dem Kreativteam steht. Und wir sehen nicht, was Triple H da wirklich umsetzen will. Wir können unsere Schlüsse ziehen, aber im Endeffekt ist Wrestling immer diese Verwebung aus beidem. Ja, und das wird auch das Ziel sein. Ganz kurz, um das nochmal ganz deutlich zu untermauern. In meinen Augen gibt es drei Sichtweisen, die jetzt absolut valide sind und jeder hat ihre komplett eigene Daseinsberechtigung. Sichtweise 1 ist, du kannst absolut valide sagen, ist ein ganz schönes Hin und Her. Also irgendwie finisht Cody jetzt so seine Story, aber der Weg dahin ist schon... müssen sie ganz viel umplanen. Denn wir gucken uns mal die Timeline der letzten zwei Wochen an. Cody gewinnt den Rumble. Cody will Reigns, aber doch nicht mehr bei WrestleMania. Rock will jetzt Reigns. Reigns will Rock. Cody will nun doch wieder Reigns und Rock will jetzt Cody. Das ist schon ein ganz schöner Schlingerpfad und ein ganz schöner Spießrutenlauf. Achso, und übrigens gar keiner will Seth Rollins. Das an der Stelle vielleicht auch noch ganz gut. Der ist auch dabei. Autsch. Da verstehe ich aber, wie gesagt, jetzt jeden, der sagt, da komme ich jetzt nicht mit. Und ich verstehe jetzt nicht genau, warum hat sich der Cody jetzt umentschieden. Absolut valide Ansichtsweise in meinen Augen. Und wer das kritisiert, finde ich, kann man absolut so sehen. Auch der Punkt, ne, von wegen, ey, die müssen gerade umplanen. Guck mal, mit CM Punk ist einer der Main-Eventer für WrestleMania ausgefallen. Wahrscheinlich ändern die jetzt was. Total valide, das zu glauben, in meinen Augen. Ja? Dementsprechend, ja, glaube ich, dass man das so sehen kann. Dann Sichtweise 2, kann man auch behaupten, die spielen gerade den Masterplan aus und die worken uns gerade alle von A bis Z und die haben gerade alles perfekt nacheinander durchgeplant. Und natürlich, wir können jetzt in jedes Detail was hineininterpretieren, ist in meinen Augen absolut valide. Ja, das hat ja teilweise auch jetzt Attitude-Era-Vibes, finde ich, weil die Linien wieder extrem verwischen, auch mit The Rock, dass man das anspricht, der ist im Board of Directors. Ja, Triple H, der bei SmackDown rauskommt als Paul Triple H Levesque. Es wird alles realer, es wird greifbarer, es ist nicht mehr so dieses überzeichnete Comichafte, sondern es ist ein reales Drama. Und im Endeffekt, ja, kann man sich jetzt hinsetzen und sagen, das machen die ganz gezielt. Cody Rhodes, die Bewegung wurde ganz gezielt gesetzt, um nicht einfach einen Rerun von letztem Jahr zu bringen, sondern um dieses Jahr einen ganz anderen Weg zu wählen und um die Road to WrestleMania abwechslungsreicher zu machen. Es gibt ja jetzt so super viele Szenarien, die da rumschwirren. Tag Team Match wird diskutiert, Cody und X gegen Rock und Roman, dann Night 2 ist jetzt die Frage, okay, wird es wirklich bei Reigns gegen Cody bleiben? Wird The Rock dann doch
keine Rolle spielen? Oder werden sie doch in Night One noch irgendwas machen? Was für mich übrigens auch ein Indiz wäre, das, was geändert wurde. Weil Night One, glaube ich, war ganz klar Seth Rollins gegen CM Punk gesehen. Sobald sich da jetzt irgendwas um Reigns, Rock, Cody ergibt, ist das eine Planänderung gewesen, glaube ich. Dennoch, ich finde, es ist absolut valide und verstehe jeden, der sagt, ey, das ist doch super geil, das ist eine tolle Road to WrestleMania, bei der die uns richtig swerven und uns mal alle richtig zum Diskutieren bringen. Mhm. Total valide. Und wisst ihr, was die dritte Ansicht ist? Das ist die, die könnt ihr wählen, wenn ihr überhaupt keinen Bock habt zu diskutieren. Die dritte Ansicht ist, ich lehne mich zurück, genieße die Shows, schau, was wird, und im Endeffekt ist eh fast egal, was die machen, weil WWE gewinnt. Es ist scheißegal, was die machen. Safe, ja, darauf können wir uns einigen. Die machen, was sie wollen, die verkaufen Tickets wie lang nicht mehr, die sind so heiß wie seit 20 Jahren nicht mehr, die können machen, was sie wollen. Auch diese Sicht halte ich für absolut valide, dass man sagt, streitet ihr euch mal, wenn ihr so viel Zeit habt, dann macht das, aber wir lehnen uns zurück oder ich lehne mich zurück und genieße das einfach. Ja. Weil im Endeffekt sind die Leute gerade einfach euphorisiert, sie sind emotional aufgeladen und das will WWE. Das sind in meinen Augen die drei Sichtweisen, die sind absolut valide, habt Verständnis füreinander. Ich glaube, es ist sinnlos, jetzt hier irgendwie sich hinzusetzen und zu sagen, meine Meinung ist die einzig richtige und nur so ist es. Habt Verständnis für andere Meinungen und ich glaube, das hilft uns, um Wrestling noch ein bisschen mehr zu genießen und ein bisschen die Toxicness auch. Damn, Alter, das war eine richtige Promo, Tobi. Dankeschön. Geil, so. Richtig geil. Und es ist tatsächlich, also das kann man ja wirklich sagen, ne? WWE gewinnt. Es funktioniert. Wenn du dir anschaust, wie fucking, auch darf man das sagen, in Deutschland schon, beliebt Cody ist. Ja. Meine Güte. Und das funktioniert. Und das ist offensichtlich. Ja. Und du kannst es solche Dinge kannst du dann wieder ablesen. Du kannst daran ablesen, dass WrestleMania ein Sellout wird. Wäre es wahrscheinlich ohne The Rock auch gewesen. Wäre es wahrscheinlich auch gewesen, wenn Cody nicht so beliebt wäre. Aber trotzdem ist das so eine Strahlkraft, die dieses Produkt gerade entwickelt. Es ist wild. Es ist crazy. Das stimmt. Ja. Ich glaube übrigens tatsächlich, was für mich, wenn ich das jetzt einfach mal so als Fan sehe, ich zum Beispiel spekuliere jetzt drüber, ob der Rock und der Cody nicht gemeinsame Sache machen und das so wirken lassen für den Roman. Weil der Roman, der ganz unterbewusst fällt ja gerade in der Bloodline sogar eins zurück, weil The Rock stellt sich gerade vor, den irgendwann wird Rock das merken und in dem Moment hintergeht Rock ihn aber schon wieder, um mit Cody gemeinsame Sache zu machen. Kann so sein. Ja, vielleicht ist das ja das Szenario für die nächsten Wochen und dann verdienen sie sich mit Rock gegen Reigns irgendwo in den nächsten Monaten vielleicht in Saudi-Arabien dumm und dämlich oder so. Vielleicht ist das der Plan. Keine Ahnung. Aber das ist jetzt zum Beispiel mein Eindruck von der Pressekonferenz war, sie könnten Reigns in Sicherheit wiegen und dann ist es aber eine gemeinsame Sache von Rock und Cody, die sagen, guck mal, jetzt nehmen wir ihm wirklich alles weg. Mhm. Ja, ist eine gute Option. Und wie du halt sagst, die WWE gewinnt so oder so. Und egal, wie sie es drehen und wenden, Cody profitiert, der wäre niemals so over, wie er jetzt ist, zu WrestleMania gefahren. Das heißt, er geht so oder so als Sieger aus diesem Ding raus. Plus, was haben sie uns das letzte Jahr erzählt? Cody hat diese Leidensgeschichte. Der muss sich durch alles durchboxen. Mhm. Jetzt kommt auf einmal noch ein The Rock um die Ecke. Jetzt muss er sich gegen den auch noch durchprügeln, um bei WrestleMania endlich sein Match zu bekommen. Es macht ja jetzt irgendwo dann doch schon alles Sinn. Und deswegen bin ich der festen Meinung, dass eigentlich jeder profitiert. Reigns wird immer mehr ausgebuht, The Rock ist in den Shows, da profitieren wir von. Cody ist so over, wie er sonst nicht gewesen wäre. Und das ist bei allen drei Szenarien, die du aufgezählt hast, die auch alle total valide sind, das, was ich daraus mitnehme. Also die WWE gewinnt, wir gewinnen und alle, die da im Ring stehen, die gewinnen. Und das finde ich großartig. Und da auch Chapeau an die WWE, die einfach darauf reagiert haben, was die Fans wollen. Das muss man auch sagen, das musste jetzt blitzschnell gehen. Die WWE hat es geschafft und wir sind, denke ich, alle dadurch noch ein bisschen heißer auf WrestleMania, ja, als wir es vorher waren. Ich liebe das. Ich liebe WWE gerade dafür, dass sie es schaffen, dass Wrestling so Bock macht. Das ist halt nicht selbstverständlich. Ja. Also Kennen ganz andere Zeiten. Wir kennen andere Zeiten, deswegen ist es so lovely. Und wenn ich an WrestleMania denke, denke ich mir, das wird so geil, Alter. Und ich kann mich auch so ein bisschen, ich habe das Gefühl, man kann sich auch so ein bisschen gechillter zurücklehnen jetzt und kann sagen, irgendwie läuft es die letzten Wochen und Monate. Irgendwie, die machen das schon. Die machen das. Ich verlasse mich mal auf euch. Manche Dinge werden mir gefallen. Ja. Manche Dinge werden mir nicht gefallen. So ist Wrestling immer. Aber ich verlasse mich mal. Macht mal euer Ding und ich gucke es mir dann an. Ich muss gerade auch an das denken, was du letztens gesagt hast. Die WWE hat momentan wieder so viele Topstars wie ewig nicht mehr. Und das Gefühl habe ich auch. Und die WWE ist einfach, die steht so gut da, was das Wrestling angeht. Und ich habe so eine Euphorie für die nächsten Wochen. Auch SmackDown jetzt die letzten zwei, drei Wochen hat so Spaß gemacht. Und es ist einfach momentan geil, WWE und Wrestling-Fan zu sein. Und deswegen Zustimmung. Absolut. Und man muss ja auch sagen, die beiden Brees hier, die sind ja auch durchaus kritisch. Also die kriegt man nicht so leicht zufrieden. Ich? Kritisch? Was? Wir nie. Von daher, das ist schon ein Statement auch, wenn ihr sagt, ihr enjoyt das gerade und ihr seid da drin. Also ja. WWE gerade mit einem
bombenstarken Run, finde ich, kannst du nicht wegreden. Und ja, machen sehr viele clevere Business-Moves. Und da merkst du einfach, die sind gerade ein Powerhouse und werden es auch, glaube ich, erstmal auf absehbare Zeit bleiben. Und solange diese Welle anhält, lasst sie uns reiten. Diese blaue, schöne Welle, die heute durch SmackDown geritten ist. Wollen wir die zusammen jetzt reiten? Wollen wir in die Show rein? Boah, oder? Ich bin so ready, Junge. Okay, ja, lass uns in die Show reiten. Ja, dann lass uns in die Show reingehen. Die ersten 5 Minuten sind erstmal noch Rückblick auf diese Pressekonferenz. Und da hat man einfach nochmal alle abgeholt, die es vielleicht nicht gesehen haben. Dann geht's in die Halle und Triple H kommt raus und der erklärt uns nochmal, euer Main Event für WrestleMania ist Cody Rhodes gegen Roman Reigns. Um das einfach nochmal klarzustellen, Cody Rhodes gegen Roman Reigns, das ist euer Main Event. So, freut sich die ausverkaufte Halle erstmal sehr. In Charlotte, North Carolina sind wir. Charlotte, North Carolina, ja. Da sind wir. Ich könnte jetzt hier, wo sind wir eigentlich, drücken, aber da bin ich jetzt nicht vorbereitet. Nick Aldis und Adam Pearce sind auch im Ring und Triple H sagt, die Road to WrestleMania ist richtig on fire. Es gibt laute Rocky Sucks Chants, die ganze Halle macht da mit. Also da war es wirklich einseitig und als es um Cody ging, wurde der auch einheitlich abgefeiert tatsächlich. Triple H stellt dann klar, some people don't know their role. Und dann fängt er an, so ein bisschen gegen The Rock zu sticheln. Da hat er gemeint, einige nutzen hier ihre Autorität aus, die sie glauben zu haben, nur weil sie jetzt eine neue Position haben. Aber das ist nicht so, denn am Ende des Tages, macht Triple H klar, bin ich derjenige, der hier die finalen Entscheidungen trifft. Was übrigens auch, ne? Die Linien verwischen. Man sagt im Endeffekt, Triple H ist der, der das Ganze bookt. Und das ist ja auch im Endeffekt, ey, Wrestling hat sich, was das angeht, modernisiert. Und wir finden hier, finde ich, eine schöne Gratwanderung zwischen Kayfabe und Realität. Und er sagt, Main Event, WrestleMania 40, Reigns gegen Cody. Reigns übrigens auch nur noch als Undisputed WWE Champion angekündigt. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Das Universal ist, glaube ich, jetzt ist weg. Es gibt jetzt nur noch den Undisputed WWE Champion. Weil das teilweise phasenweise ist, oder? Also manchmal sagen sie es, manchmal nicht. Hatte ich den Eindruck jetzt? Sagt manchmal Undisputed Universal Champion. Ist ein Universum Champion, Junge. Nee, das kann man sich auch sparen, wirklich. Das ist auch jetzt ausgelutscht. Ja, weg damit. Nick Aldis übernimmt dann und sagt, nun geht's um Seth Rollins und um seinen Titel. Und ich dachte mir, endlich, Nick Aldis ist der Titel von Rollins so wichtig wie kein anderer. Der beste GM in der WWE. Ja, ist tatsächlich so. Und hat gesagt, nach vielen Diskussionen haben wir entschieden, der Challenger wird in Australien in der Elimination Chamber ermittelt. Oh Wunder. So, und ab heute gibt es Qualifikationsmatches mit dabei. Randy Orton, Bronson Reed, Kevin Owens, Logan Paul, AJ Styles, The Miz, Bobby Lashley, Ivar, Drew McIntyre, Sami Zayn, Dominic Mysterio und LA Knight. Kannst du nochmal aufzählen? Nein. Kannst du mir sagen, was du von diesem Teilnehmerfeld hältst? Ja, ich dachte mir so, da sind schon Leute dabei, die sehe ich da, aber im Großteil war das halt ein bisschen ein zusammengewürfeltes, welche Leute haben wir noch da? Und das ist ja auch in Ordnung. Das ist ja immer so bei diesen Qualifikations-Bookings. Ja, von daher, ich war damit fein. Ich fand das Teilnehmerfeld gut, wenn ich das mal sagen darf, weil ich finde, sehr gut zu erkennen ist, es sind einmal die stillen Workhorse-Helden drin, so ein Eimer, ja, der, finde ich, die letzten Wochen bei Raw richtig abgerissen hat im Ring, der hat sich das verdient. Und dann hast du aber auch trotzdem die großen Namen drin, bei denen du weißt, okay, die werden es schaffen. LA Knight, Drew McIntyre, Randy Orton, wo du weißt, okay, da kommt jetzt was. Und ich finde, hier ist mehr als genug Potenzial, gerade auch, wenn ich an Namen wie Sami Zayn und so denke. Also als ich das erstmal gesehen habe, Chris, dachte ich mir, ach, doch, kann man machen, bin ich bereit für, gefällt mir. Ja klar, vom Mixed Match in den Main Event von WrestleMania, das ist auf jeden Fall ein stabiler Aufstieg für den guten Ivar, hast du schon recht. Nee, ich fand, das Teilnehmerfeld war irgendwie eine Mischung aus Leuten, wo ich damit gerechnet habe, dass die am Start sind, und von Leuten, die ich da eher weniger sehe. Also dann siehst du da zum Beispiel Matches wie in The Miz gegen Logan Paul. Ich glaube jetzt nicht, dass The Miz groß World Heavyweight Champion bei WrestleMania wird. Oh, um Gottes Willen. Und da gab es halt so ein paar Paarungen, wo ich mir gedacht habe, ja okay, da ist mir jetzt schon eine Woche vorher klar, wer der Sieger ist. Also ist zumindest so das Gefühl, was ich habe. Ob es dann so kommt, ist natürlich eine andere Sache. Deswegen fand ich das Teilnehmerfeld okay. Es zeichnet sich aber dann doch schon für mich so ein bisschen ab, wer in die Elimination Chamber kommt und wer dann auch die Road to WrestleMania in Richtung Seth Rollins aufnehmen wird. Deswegen ein Misch aus spektakulär und unspektakulär, würde ich sagen. Ja, ich finde halt, also wichtig bei diesem Teilnehmerfeld ist halt, die Leute sehen das und denken sich, auch oh cool, das ist die 2, 3 Leute, die würde ich da gerne sehen. Und ich glaube, das hatte man. Also jeder konnte so ein bisschen sein Favorite haben, du hast ein bunt gemischtes Teilnehmerfeld. Von daher, let's go. Aber das reicht ja auch. Ich meine, wenn wir uns Gunthers Title Reign anschauen, der hatte ja auch stellenweise Challenger, wo du dir gedacht hast, ey,
der wird ihm jetzt nicht den Titel abnehmen. So, der ist halt Mittel zum Zweck, der ist jetzt für den Übergang da und das ist ja auch okay. Und deswegen finde ich es ja schon mal gut, dass man mit SmackDown jetzt auch so einen roten Faden durch die Shows hat. Du hast jetzt die Matches, auf die du dich freuen kannst und das ist ja nicht verkehrt. Und endlich geht's für Seth Rollins auch mal ein bisschen los in Richtung WrestleMania. Das ist gar nicht so verkehrt. Ey. Und vielleicht dazu noch kurz, weil das meinte ich vorhin mit WWE versucht, dem Titel wieder Wertigkeit zu geben. Das ist ja dieser Wrestling-Titel, dieser Workhorse-Titel, ja. Und der wird in diesen Kontext gestellt von, da sind harte Arbeiter im Ring, die liefern ihre Matches ab und es sind sick Matches. Und lass Dominic Mysterio, das ist mein Favorite, der wird World Champion, ihr werdet alle sehen. Ja, ich bin gespannt. Jetzt die nächsten 5 Jahre noch nicht. Aber Dominic wird bei WrestleMania World Champion. Ja, Dominic, ja, Respekt vor ihm. Und das hat schon sowas, es gibt einfach dem Titel wieder Bedeutung, wenn viele Leute darum kämpfen, die ein Standing haben in dieser Firma. Und das ist auch die Art und Weise, wie man dem Titel wieder Standing geben kann. Und es kommt jetzt natürlich dann auch noch dazu, Seth Rollins Darstellung in den nächsten Wochen wird jetzt zentral sein. Es wird auch dafür zentral sein, wie ernst die Leute dieses Match bei WrestleMania nehmen. Mhm. Let's see. War es letzte Woche bei Raw, wo sich Rollins hingestellt hat und gesagt hat, mein Titel ist der Titel und die Fans so, buh, das sollte halt nicht passieren. Und da hat man jetzt echt eine Challenge. Und da hat man wirklich Arbeit, denn dieser Titel ist wirklich, der Titel ist ja im Endeffekt ein Resultat aus WrestleMania 39 noch gewesen, dass Roman Reigns jetzt nochmal ein Jahr Champion geworden ist. Dafür wurde dieser Titel jetzt nochmal eingeführt, der jetzt gewissermaßen so ein kleines Problemkind ist. Wenn ich euch jetzt sage, es hätte man sich sparen können, dann drücken einige sofort auf Stopp und beenden das Video. Tobi, nicht schon wieder. Nein, nicht. Hör auf. Lasst uns über diese Smackdown-Ausgabe sprechen, die jetzt direkt dann auch beginnen soll mit AJ Styles gegen Drew McIntyre. Wer übrigens mehr Bock noch auf die ganze WrestleMania-Thematik hat, es kommt auch noch ein Hauptkampf. Also wir werden noch mehr als genug drüber sprechen in den nächsten Tagen und noch mehr Blickwinkel abbilden. Jetzt sind wir bei Smackdown. Wir kriegen heute 2 Matches. Einmal jetzt AJ Styles gegen Drew McIntyre. Da kommt LA Knight auch heraus unter lauten Reaktionen und darf jetzt Gast kommentieren. Und wir kriegen heute im Main Event Randy Orton gegen Sami Zayn. Da sind noch 2 Ansetzungen, kann man doch für so machen. Oder? Randy Orton gegen Sami Zayn, übrigens unser Hauptkampf gewesen bei dieser Show. Unser Hauptkampf auf der Kampfkarte, wie wir damals beim Wiener Prater gesagt haben. Nein. Wir lieben den Catch. Ja. Ja, also ich finde auch, es sind zu viele Anglizismen. Grüße an Carsten Schäfer nochmal an dieser Stelle. Moin Carsten. Moin Carsten. Und ich hoffe, mein Leben wäre komplett, wenn Carsten Schäfer irgendwann nochmal in diesem Podcast gastiert. Ich habe damals Videos gemacht und habe mich drüber lustig gemacht. WWE Supercard habe ich so diese Formulierungen gemacht, wie Geld auf der Bank Leitermatch oder so. Oder der Würgewurf, der Chokeslam. Heute hast du verstanden, dass das Kulturgut ist. Heute habe ich verstanden, Carsten, danke, dass du uns das mitgegeben hast. Und auch dieses Epische, wie er das immer eingesprochen hat, dieses WWE Superstars sind hochtrainierte professionelle Entertainer mit außergewöhnlichen sportlichen Fähigkeiten. Sitzt ja wieder eins. Deswegen sollte niemand versuchen, den Inhalt dieser Sendung nachzuahmen. Es ist, Carsten Schäfer hat mich geprägt. Ja. Du hast es ausgelacht. Wer kann das denn jetzt 10 Jahre später noch, ha? Ich kann das. Es hat Sebastian geprägt. Hackel, nee. Take that. Ja. Mein größter Hater, hier sitzt er. Grüße auch an der Stelle an Sebastian Hackel. Boah, Sebastian Hackel auch absolut geiler Typ. Absolut. So, wir gehen in die Show rein. Wir waren bei AJ Styles gegen Drew McIntyre, das ist unser Opener, das ist ein WWE Weekly Match, wie es im Buche steht. Wir haben im Endeffekt AJ Styles, der hier lustigerweise als Babyface worked, obwohl er eigentlich ein Böser ist, aber der wurde hier von den Publikumsreaktionen her schon, kam der sehr gut weg. Er ist der im Match immer wieder Konter hat auf die ganzen Kraftaktionen von Drew McIntyre. Drew bringt zwar den Future Shock DDT durch, hält sich dann aber das Bein, das hat Styles nämlich im Laufe des Matches bearbeitet. Es gibt den Calf Crusher und McIntyre steht plötzlich am Rande der Niederlage, kommt gerade so in die Seile, dann schrubbt der Drew den AJ vom Top Rope, während der den Phenomenal Forearm versucht. Es geht neben den Ring und da kommt auch LA Knight wieder so ein bisschen ins Spiel. Man konnte sich fragen, warum kommt denn der raus zum Kommentieren? Naja, im Endeffekt, damit AJ Styles hier in den Ring geschubst wird von Drew McIntyre. Das Ganze sorgt dann für Verwirrung im Ring. Ja, hat AJ Styles dann eigentlich wieder die Trümpfe in der Hand, aber LA Knight sagt, ey, so nicht, mein Freund. Und dann lenkt er den AJ Styles ab und Drew McIntyre 3-2-1 Claymore und dann kann er wieder hochziehen, 1-2-3, denn damit gewinnt er das Match und Drew McIntyre zieht damit ein in die Elimination Chamber.
Story, AJ Styles, LA Knight, Chris, das war hier relativ offensichtlich. Fand ich alles grundsolide, wie man das gemacht hat. Ja, das war okay, würde ich auch sagen. Die Story ist da, wir hatten es beim Royal Rumble und ich glaube, dass sich das noch ein bisschen fortsetzen wird. Ich bin gespannt, was man mit beiden auf der Road to WrestleMania macht, weil ich mir vorstellen könnte, dass der gute AJ Styles auch beim guten LA Knight ins Match eingreifen wird. Deswegen mal gucken, was die beiden dann bei WrestleMania so auf dem Plan haben. Ich hatte da andere Ideen, aber die WWE, die überrascht uns und das ist ja auch eine gute Sache. Ja, DM Hunk, der Sieger dieses Matches. DM Hunk, Junge. So hat er sich betitelt beim Entrance. DM Stecher. Stecher heißt doch Hunk, heißt doch sowas wie Stecher, oder? Ja. Drew McIntyre, der Stecher. Ja. So hat er sich beim Entrance betitelt. Das ist wirklich geil gewesen. Der kurz ans Mikro hat gesagt, DM Hunk ist hier. Ja, der ist der Sieger des Matches. Auch das macht Sinn. Der hat ja die letzten Wochen schon immer so ein bisschen eine Liebelei mit Seth Rollins gehabt und deswegen, ja, mal schauen, wo es mit ihm hingeht. Ich habe bei der Raw Review, glaube ich, gesagt, dass ich mir das schon im Main Event von der ersten Nacht vorstellen könnte. Drew McIntyre, DM Hunk gegen den guten Seth Rollins um den World Title. Fände ich gar nicht verkehrt, oder? Stecher passt auch zu Drew McIntyre, hat auch ein gutes Verhältnis mit Schwertern, oder? Ist das nicht so? Naja, schwamm drüber. Ich muss nochmal Worte zu Drew McIntyre sagen. Drew McIntyre, ne? Der hatte ja wirklich letzte Woche, als er CM Punk angegriffen hat, alles verschwimmt in der Vergangenheit. Zwei Wochen schon her, aber ja. Der hatte wirklich mit diesem Move, ne? Einen der krassesten Heel-Moves, den du im Wrestling booken kannst. Der hat einen Verletzten angegriffen, hat ihm seine Schiene abgenommen, hat da drauf geschlagen. Also viel healiger geht es nicht. Und dafür fand ich die Reaktionen auf ihn sehr, sehr mau. Und ich frage mich, wie akzeptiert ist Drew McIntyre denn als Heel? Kommt das an, dass der dieser rücksichtslose Zerstörer sein will? Und dann gucke ich mir im Ring an, dass er dieses 1-2-3 oder 3-2-1 macht. 3-2-1. Wo er halt auch wieder die Crowd mit einbezieht in das Match. Ich rede hier keinem Wrestler rein, ja, im Sinne von, ich habe keine Ahnung, ich bin nur ein dummer Catch-Fan. Ich war noch nie im Ring gestanden, ich habe Jobs von Walter bekommen und das war's, lasst mich. Aber trotzdem frage ich mich, wie clever ist die Heel-Einsetzung von Drew McIntyre gerade? Vor allem hier auch wirklich, also die größten Reaktionen war auf dieses 3-2-1 und das war eine Face-Reaktion, das hatte nichts mit Heel zu tun. Und da muss man sich fragen, ist das so konsequent erzählt? Ich finde auch, dass Drew McIntyre schon einen neuen Look eigentlich mal bekommen sollte. Ne? Ja, der so sieht eigentlich immer noch same aus wie als Face. Der hat immer noch seine komische schottische Hose, kommt da raus, Theme ist die gleiche, das, wie er sich bewegt, ist das gleiche. Absolut. Ich finde, du kannst das Heel sein einfach noch ein bisschen mehr ausspielen und du kannst da mehr draus machen. Bisschen so Haare ab, meinst du, neue Hose. Glatze und Hogan-Bart oder so, keine Ahnung. Du kannst ja was einfallen. Ich sag's dir, die knallen dann auch schon, ne? Deswegen mal ein bisschen hier. Ist nicht mehr der Jüngste, der Mann. Setz den Rasierer an, ich sage es dir. Sip, sip. Ich glaube tatsächlich, Drew McIntyre ist so die Art von Superstar, die rein körperlich, rein von der Ring-Ability absolut auf dem Top-Level ist, aber die für diese gerade auch Ausrichtung, die WWE hat, diese Hollywood-Superstar-Vibes, da fehlt ihm irgendwie noch so ein bisschen. Und es gibt halt die Art von Superstars, wie in CM Punk, wie in The Rock, wie in Roman Reigns, die können, ohne dass sie ein Gegenspiel haben, die kommen raus, die haben eine Aura und die sind krass. Und ich finde, bei Drew McIntyre merkst du immer, der braucht einen guten Gegenspieler. Drew McIntyre braucht einen sehr guten Gegenspieler. Jetzt in dem Fall bräuchte er ein gutes Babyface gegen sich, was jetzt in dem Fall einfach nicht gegeben war, weil AJ Styles ist selber eigentlich gerade eher auf der bösen Seite, sage ich mal, gegen LA Knight. Und das ist vielleicht so ein bisschen das Grundproblem, weil Johnny gerade gesagt hat, oder ich glaube, du warst von wegen Drew McIntyre gegen Seth Rollins als Main Event, sehe ich tatsächlich nicht als Main Event für WrestleMania. Dafür ist mir die Ansetzung zu Raw-Main-Eventing fast schon. Das klingt nicht wie ein WrestleMania 40-Main-Event. Dafür hat tatsächlich Drew McIntyre in meinen Augen nicht das Standing und Rollins mit seinem Titel auch ganz mit einer Herausforderung, das bis WrestleMania so darzustellen, als wäre das der zweitgrößte Kampf an dem Abend. Ja, okay, wenn du so sagst, dann ja, hast du schon recht, als Main-Event vielleicht zu klein, aber als Mania-Match. Ich meine, wir wissen ja auch nicht, ob der gute Seth Rollins im Main-Event sein wird. Ich glaube tatsächlich eher nicht, weil sein Standing ist nicht so heiß, McIntyre ist nicht so heiß und da kannst du mit The Rock irgendwas anderes Großes spielen. Also ich weiß noch nicht genau was, aber da ist ein The Rock für ein Main Event von einer WrestleMania, nein, natürlich der größere Draw und müssen wir mal schauen, wo das hingeht, aber als Match für WrestleMania sehe ich das schon zwischen den beiden. Ich glaube, die Gefahr ist tatsächlich, dass dieses Titelmatch von Seth Rollins sowas von belanglos wird, weil Seth Rollins kaum Reaktionen, oder also er hatte schon mal in Phasen besseren Reaktionen, aber er... Die Leute singen halt seinen Theme-Song mit. So, das ist halt sein Gimmick gerade, aber... Das macht ihn ja nicht over. Das genau, reicht also, ja nicht. Auch wenn er erwähnt wird, du merkst es an so ganz kleinen Dingen, wo du merkst, okay, warte mal, Seth Rollins ist gerade nicht so heiß, ja. Und Drew McIntyre funktioniert ja als Heel auch nicht besonders gut aktuell. Also die beiden gegeneinander könnte
geil werden, wenn man das Ganze heiß kriegt, wonach es aktuell nicht aussieht. Aber wer soll sonst gegen Seth Rollins antreten? Schreibt uns das doch in die Kommentare, wenn ihr möchtet. Das ist doch ein Dilemma. Eine Aufgabe, die könnt nur ihr an der Stelle lösen. Danke, Leute. Pretty Deadly ist am See unterwegs. Am Starnberger See haben sie ein kleines Paket gedreht und haben eine Wolke gesehen, die aussieht wie Queen Elizabeth, wie die Lizzie. Oh, schwierig. Machen sich heiß auf Friday Night Smackdown und wollen zeigen, dass sie die Besten sind. Kit Wilson zeigt uns nochmal seine demolierte Hand. Einfach so ein kleines Segment für zwischendurch. Pretty Deadly, liebe Grüße. Sebastian Hackel hatte die kürzlich auf dem WWE Deutschland Instagram-Kanal. Ja, Mann. Ganz dufte Typen. Ah, WWE die Woche, auch duftes Format, kann ich dir sagen. Ja, yes, boys. Danach sehen wir, wie DIY, Tyler Bate und Pete Dunne backstage sich jeweils schon warm machen, denn die treffen gleich aufeinander. Da geht es um den Number One Contender-Spot auf die Tag-Team-Titel. Weiter geht es dann mit einem sensationellen Videopaket um Bayley und Damage Control. Wie das jetzt hier läuft übrigens, muss ich mal sagen, aus so viel wie Damage Control in den letzten Monaten kritisiert worden ist, so wie die Story sich jetzt ausspielt, sage ich, das war es alles wert, weil ich finde, das, was jetzt rauskommt, wird wirklich gut umgesetzt. Wir sprechen gleich noch über Bayley, wollen aber noch kurz vorher was Schnelles wegsnacken. Sind ja bei Smackdown. Let's go. Denn die Women's Chamber muss ja noch bestückt werden. Becky Lynch ist schon am Start. Bianca Belair trifft jetzt auf Mitchin. Überraschung, Bianca Belair hat gewonnen. Hat mich sehr überrascht. Match geht gute 5 Minuten. Kurz, knackig. Mitchin, das vielleicht als einzige Notiz, wurde hier nicht komplett weggesquasht. Die durfte tatsächlich ein bisschen was zeigen. Mhm. Das war so mein Takeaway, aber am Ende gewinnt Bianca mit dem KOD, so wie es auch sein sollte. Ne? Ja, generell mal was Positives. Mitchin wird die letzten Wochen schon gut eingesetzt. Die kriegt ein gutes Showing und das muss man schon loben. Und ich finde auch, dass sie ist eine grundsolide, gute Wrestlerin. Also die kannst du bei SmackDown jede Woche bringen. Von daher, ja, Props daraus. Mhm. Gehe ich mit. Bron Breakker taucht dann im Office von Triple H auf, der ihn lobt und freut sich auf das, was Bron Breakker hier liefern wird. Raw, SmackDown sind tolle Angebote, sagt Bron, aber er weiß nicht so wirklich, und fragt Triple H, kannst du mir vielleicht helfen? Ja, und dann kommt Paul Heyman dazu und meint, oh, das ist mal ein richtiges Talent, und Bron zieht dann wieder ab. Und Triple H hat gar keinen Bock auf den Paul Heyman. Der sieht in dem auch nur so einen Mitverantwortlichen für das ganze Pressekonferenz-Desaster. Und Paul Heyman sagt, ja, ist okay, ich gehe ja schon wieder. Komm ich nächste Woche wieder. Mit Roman Reigns. Und mit The Rock. Und dann wissen wir für nächste Woche SmackDown, okay, wir machen einfach wieder Broadway nächste Woche. Freuen wir uns drauf, brauchen auch keinen Wrestling-Ring. Mach einfach eine halbe Stunde Video und fertig ist. Nächste Woche also dann, ganz groß geht's dann weiter in der Story, ne? Ja, es war großartig. Ich finde, Bron Breakker war geil, dass man den zeigt. Der hatte ja mit Heyman auch mal bei dieser einen NXT-Episode, die komplett nuts ging, ja, wo, Mann, keine Ahnung, ist hier Bang Undertaker gefühlt alle da waren. Cody Rhodes war da. Bei dieser einen, die komplett durchgedreht ist, da war er ja auch schon mal der Manager von Bron Breakker. Das, ja, macht Sinn. Und alles, was danach kam, Broadway, Kino. Ich freue mich auf nächste Woche. Ich habe jetzt schon Bock auf die Review. Ich werde es am liebsten heute schon gucken. Und so muss SmackDown halt sein. Und ich finde, das ist halt gerade dieser zentrale Punkt. Du hast so lange geschlafen in der Bloodline-Story. Jetzt, wenn die einmal wieder so ein paar Zündlein ziehen und da ein bisschen Fahrt aufnehmen, dann ist es auch geil. Dann will ich das jede Woche sehen. Dann will ich Reigns wieder in den Shows haben. Und an dem Punkt sind wir jetzt. Und deswegen freue ich mich so auf die Road to WrestleMania. Aber ich glaube, dass wir diese Konstellation aus Rock, Reigns und so, die werden wir jetzt so häufig sehen, dass man einfach gespannt sein kann, was da passiert. Da ist noch so viel drin und ich habe Bock drauf. Bin überrascht, wie viele Auftritte The Rock trotzdem bisher, ja, macht. Ja. Das ist richtig cool. Habe ich nicht so ganz mit gerechnet. Aber nach seinen Kinoflops, die es da teilweise gab bei The Rock, kann es sein, dass er jetzt nochmal so richtig seine Passion für Wrestling entdeckt hat, denn so wirkt das. Deswegen sehr, sehr cool, dass er nächste Woche auch wieder am Start ist. Die Road, ich sage, die brennt lichterloh. Ich kann Triple H nur immer wieder recht geben. Bayley kommt jetzt raus, kriegt gute Reaktion. Bayley Chance, sie ist jetzt ja auch eigentlich wieder eine dann der Guten. Sie bedankt sich bei den Fans, sagt, ihr kennt mich, ihr wisst, dass mein Herz hierfür schlägt. Es gibt You Deserve It Chance. Damage Control hat ihr alles bedeutet. Aber Bayley hat natürlich auch ihre Lektion gelernt. Sie macht das jetzt schon lang genug und bei WrestleMania wird sie deswegen Io Sky ihre Lektion auch erteilen. Dann kommt Dakota Kai raus und Bayley fragt, warst du eigentlich letzte Woche? Und Dakota sagt, ja, war beim Doktor. Dann sagt Bayley, Quatsch mit Soße ist das. Dakota versucht dann irgendwie Schadensbegrenzung zu betreiben. Ohne Bayley wäre Dakota Kai doch gar nicht hier. Und Dakota wollte Bayley auch eigentlich Bescheid geben. Aber sie wusste nicht wie. Und das war alles ganz, ganz großes Dilemma. Und Bayley fragt, ja Kai, wo stehst du dann jetzt eigentlich? Und bevor Dakota was sagen kann, kommt Io Sky raus und umzingelt gemeinsam mit Kairi Sane und Asuka den Ring. Dakota Kai holt einen Stuhl, holt aus, aber
trifft nicht Bayley, sondern verscheucht tatsächlich den Rest von Damage Control und steht dann an der Seite von Bayley. Damit endet das Segment. Beide aber jetzt nicht im Ring so total happy und ja, wir sind vereint, sondern sehr zögerlich bleiben sie im Ring zurück. Ich feiere diese Stories, die so auf diesen zwischenmenschlichen Beziehungen beruhen, die man dann auch wirklich sehr schön umsetzt. Es wäre jetzt Quatsch gewesen, wenn die sich in die Arme gefallen wären und alles wäre super gewesen, sondern das kann man nachfühlen, das kann man empfinden. Ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Art des Storytellings. Hat mir alles gefallen. Alle Beteiligten sahen gut aus, deswegen tolles Segment, hat mir richtig gut gefallen. Gänsehaut. Oh. Ach so, nee. Jetzt, weil, ah, guck. Gänsehaut. Ja. Also. Oh nein, Johnny. Jetzt geht's los. Komm schon. Es ist so vielschichtig. Also, ich liebe Bayley in ihrem Charakter aktuell. Das ist der Hammer. Sie ist so diese sympathische, gemobbte, die von ihren Freundinnen ausgeschlossen wurde. Super tolle emotionale Promo letzte Woche bei SmackDown. Und dann diese Woche, wie sie es erwähnt. Es ist so schmerzhaft, weißt du? Sie erwähnt, wenn ich in den Raum kam, haben die aufgehört zu reden. Die haben hinter meinem Rücken schlecht über mich geredet. Du kannst es einfach nachempfinden. Das sind Situationen, die einfach viele Menschen kennen. Bayley wird zur Identifikationsfigur für alle, die irgendwie in ihren Freundeskreisen schon mal erlebt haben, dass sie ausgeschlossen werden oder dass sie das Mobbing erlebt haben. Und dann kam die Umsetzung dieser Promo und bis zu Dakota Kai, würde ich sagen, war das richtig stark. Bayley hat sich nochmal als Face etabliert. Und dann kam eben Dakota Kai. Und das Problem ist, dass ich nehme Bayley alles ab, was sie sagt, weil sie als Charakter über eine lange Zeit so etabliert wurde, die Story so aufgebaut wurde. Ich nehme Dakota Kai nicht ab, was sie sagt. Das liegt auch an ihren, ich glaube, schauspielerischen Skills. Möchte ich mich jetzt gar nicht irgendwie zu sehr drüber beschweren. Ich sag nur, aus Konsumentenperspektive hat mich das aus dem Segment rausgenommen. Und deswegen sagst du auch so ein bisschen sarkastisch Gänsehaut. Ich habe mal interpretiert, dass es sarkastisch war. Ich bin da ganz auf deiner Seite. Dann wird so ein eigentlicher Feel-Good-Moment, der hier geplant war, weniger bedeutsam dadurch, dass es mich schauspielerisch nicht so abholt. Und das ist ein bisschen schade, weil diese Story hat enorm viel Potenzial. Ich sehe dieses Segment eigentlich als gutes Segment, weil es trotzdem viel gemacht hat. Und generell, was man bei SmackDown erzählt hat, auch rund um Bayley, man hat einfach wieder den nächsten logischen und auch emotional guten Schritt gemacht. Ja, und Dakota Kai, leider etwas Fremdkörper. Auch schade, weil du merkst, so wie sehr sie sich Mühe gibt. Und trotzdem ist sie, was die Mic-Skills angeht, noch nicht da, wo man sie, glaube ich, haben möchte. Ja, ich sitze da tatsächlich zwischen euch beiden. mir geht's ähnlich. Ich fand das, was du mit Bayley gemacht hast, großartig. Aber auch Marcel und ich haben letzte Woche schon drüber gequatscht, dass eine Bayley, die braucht halt jetzt keine Dakota Kai. Die soll alleine zu WrestleMania gehen, ihren großen Moment haben, that's it. Und deswegen finde ich auch, bis zu dem Part, wo Dakota Kai rankam, fand ich's gut. Und alles, was danach kam, war für mich, ich hätte es nicht gebraucht. Ich hätte es tatsächlich nicht gebraucht. Und ich bin gespannt, was Dakotas Platz in dieser Story sein wird, weil sie wird ja mit dem Main-Event, mit diesem Titelmatch bei WrestleMania nichts am Hut haben. Und irgendwie finde ich, dass sie da jetzt schon fehlplatziert wirkt, plus dann diese Mic-Skills, die so ein bisschen für mich gefehlt haben. Weiß ich nicht. Ich hätte es besser gefunden, wenn Bayley tatsächlich alleine die Road to WrestleMania bestritten hätte. Und wisst ihr was? Kann eure Meinung da voll verstehen und finde es voll in Ordnung. Und deswegen machen wir jetzt weiter mit der Show. Ihr dürft natürlich gerne auch in den Kommentaren beteiligen und eure Meinung dazu schreiben. Es wird nämlich jetzt abgecatcht. Tyler Bate und Pete Dunne gegen Ciampa und Gargano. Das ist von der Wrestling-Qualität, wenn man möchte, kann das ein Pay-Per-View-Match werden. War es jetzt hier nicht ganz, aber trotzdem war eigentlich von allen Matches heute, fand ich, also für mich hat es am meisten bewirkt. Tolles technisches Match, zwar alles so ein bisschen im WWE-Korsett, aber durften schon ein bisschen was zeigen. Die Crowd fand das auch ganz okay. Ist jetzt nicht so, dass sie nuts gegangen sind, aber war schon in Ordnung. DIY dominiert den Mittelteil, die zünden die Crowd an. Gargano mit einem Reverse Hurricane Runner, Tommaso Ciampa in der Kombi mit einem Bicycle Kick. Das war ein richtig guter Spot, hat mir gut gefallen. Dann haben sie Tyler Bate abgeräumt, aber kriegen den Sack nicht zu. Tyler Bate kämpft sich zurück, zeigt quasi einen Cesaro-Swing mit noch Gargano auf dem Rücken, aber nicht mal halbe Umdrehungszahl. Also der hat nach viermal hat er schon schlapp gemacht, deswegen bleibt Claudio da auf jeden Fall für mich auf der 1. Und dann im Endeffekt eine Double Head Scissor, Counter von Gargano, die frühstückten Bait nochmal ab. Ciampa wird mit dem Project Jumper aktiv, also dieser Powerbomb auf die Knie und es sieht wieder so aus, als würde DIY gewinnen. 1, 2,
Kick-Out. Ja, der Tyler Bate kam hier richtig wie ein tougher Typ weg. Pete Dunne taggt sich dann ein. Tyler Bate fliegt nach draußen auf Ciampa. Bitter End gegen Gargano 1-2-3. Und tatsächlich gewinnen die beiden Brit Boys dieses Match. Und 8 Minuten hätte für meinen Geschmack sogar länger gehen können. Aber ich mag halt auch catchen. Trotzdem war alles in allem, fand ich, so in Ordnung. Und fand vor allem Tyler Bate kam hier wirklich gut weg in diesem Match. Großartiges Match. Meine Güte, geile Action. Ich fand das wrestlerisch war sehr überzeugend. Ja, das sind ja auch 4 Wrestler. Also die haben ja wrestlerisch bewiesen, dass sie über jeden Zweifel erhaben sind. Trotzdem würden böse Zungen jetzt sagen, solche Matches, also geiles Catchen, tolle Moves und Sprünge, ja, aber ohne wirkliche Charakterbildung, ohne Charaktertiefe, sowas gehört für mich in die Turnhalle. Könnten böse Zungen jetzt sagen. So WXW mit blauem Logo. Könnten böse Stimmen jetzt. Nein, Respekt vor WXW, Respekt vor Independent Wrestling, Respekt vor auch den Wrestlern hier im Ring. Aber der SmackDown-Zuschauer reagiert auch in der Halle deswegen nicht so sehr auf dieses Match. Der ist aber auch so konditioniert, ne, auf die Storyline, ja, ist klar. Genau. Nee, und das meine ich gar nicht despektierlich, um Gottes Willen, aber ich wollte den Punkt ein bisschen überspitzen, um ihn deutlich zu machen, ne? Bei NXT waren Tommaso Ciampa und Johnny Gargano großartig. Warum waren sie großartig? Die Matches waren toll, aber warum waren auch die Matches toll? Was sich die Leute dafür interessiert haben. Warum haben sich denn die Leute so für die, ihre Story und diese Matches interessiert? Weil sie geile Characters waren und das so super aufgebaut wurde. Nur mal wieder so ein Basic-Punkt am Rande, um das ein bisschen einzuordnen. Trotzdem finde ich, hat das total seine Daseinsberechtigung, weil es cooles Wrestling ist, weil es eine Abwechslung ist und die Action, die war wirklich stark. Also aus dem, was sie hatten, haben sie das meiste rausgehüllt, glaube ich. Ja, ich kann da gar nicht viel mehr zu sagen. Ich bin da schon ein bisschen auf Johnnys Seite. Ich finde, dass beide Teams auf jeden Fall Charakter brauchen. Die müssen sich weiter etablieren. Aber ich finde auch, was man die letzten Wochen gemacht hat, ich finde es eigentlich gut. Also du hast Tyler Bate und Pete Dunne jetzt als neues Team reingebracht. DIY ist ja jetzt auch noch nicht so lange am Start. Ich hatte, by the way, gedacht, dass DIY dieses Match gewinnt, weil die ja schon den Tag-Title-Shot hatten und die waren da schon ein bisschen mit drin. Auch hier, das Match kommt eigentlich einfach ein bisschen zu früh, dass Tyler Bate und Pete Dunne direkt auf die Titel gehen bei einem Pay-Per-View, weil dieses Team halt auch einfach so neu ist und nicht etabliert und ja, da musst du halt dran arbeiten, dass mehr Backstage kommt. Zum Beispiel fand ich ganz am Anfang, da gab es diese Promos, wo Tyler Bate mit Pete Dunne im Café saß und gesagt hat, ey, find dein inneres Ich. Das hätte man einfach ein bisschen weiterspielen können und dann wären die vielleicht auch mehr von den Fans akzeptiert. So bin ich, stand jetzt auf dem Punkt, wo Johnny ist. Es ist gutes Wrestling, das ist NXT, das ist, oh, jetzt mache ich mich unbeliebt, das ist Collision. Finde ich, ist in dem Fall eine valide Aussage. Das ist Collision, da geht mehr, aber es war nicht schlecht. Und wenn du den Jungs noch ein bisschen mehr Zeit gibst, ein halbes Jahr, whatever, mit ein bisschen Character Building, dann haben die auch mehr ihre Daseinsberechtigung. So war es gutes Wrestling, nicht mehr, nicht weniger. Und ich finde, das hat in einer Wrestling-Show tatsächlich auch immer am Punkt, dabei sein zu können. Dominik Mysterio, findest du gut, sagst du? Oh, ich liebe Dominik Mysterio. Wow. Er ist der Beste. Ja, also auch. Er erklärt Backstage, dass er die Elimination Chamber gewinnen wird. Dann wird er darauf hingewiesen, du müsstest dich noch qualifizieren vorher. Wäre ganz gut. Ja, Qualifikation, das ist ja. Und dann kommt sein Gegner rein. Das ist Kevin Owens. Der sagt, ich werde dich nächste Woche richtig hart vermöbeln und den Sieg widme ich dem allerechten Rey Mysterio. Und naja, was passiert dann? Auf einmal ruft es aus dem Hintergrund, ey, Miss! Du sollst bei Raw eigentlich auftreten. Lass das nicht den Nick erfahren. Und hereinkommt R-Truth, der zu Kevin Owens spricht. Im Hintergrund, die Crowd rastet komplett aus. We want Truth, we want Truth. Großartig. Ey, ganz ehrlich, können wir nicht, der Titel von Seth Rollins ist doch gerade eh jetzt nicht so auf dem Höhepunkt. Kann R-Truth nicht in seiner Karriere, er hätte sich's doch verdient, mal einmal einen World Title gewinnen, das wäre doch gerade ein perfekter Zeitpunkt. R-Truth ist bei mir gerade heißer als, Achtung, Seth Rollins. Kein Scheiß, interessiert mich gerade mehr. Deswegen, ich fand R-Truth geil, auch wenn er hier zwischendurch nur ein bisschen Faxen gemacht hat. Naja, mal gucken. R-Truth sieht aus wie 30, ist 65 oder so, ne? also als Abschluss für seine Karriere wäre das schon nochmal so ein Ding, so ein World-Title. Auf der anderen Seite ist er auch ein Wrestler, der nie gelebt hat, davon im Main-Event zu sein, sondern er hat genau diesen anderen Spot ausgefüllt. Aber wenn Jinder Mahal bei WWE World Champion wäre, dann muss es R-Truth auch. Da nicht absolut, da bin ich völlig dabei. Absolut, ja. Bitteschön. So.
Erstmal wird es Dominik, das muss ich nicht festhalten. Erstmal wird Dominik World Champion. Können wir darüber reden? Das ist ein starker Punkt. Übrigens, was ist eigentlich mit Kevin Owens los? Der ist voll der Tournament-Catcher geworden. Ist euch das aufgefallen? United States Tournament gewonnen. Plan. Ja, Titelmatch verkackt, jetzt schon wieder im Turnier. Was ist da eigentlich los? Aber ja, es wird ja eh Dominik gewinnen, von daher machen wir uns da keine Sorgen. Ja, Unterschied von Dirty Dom und Drew McIntyre ist ja auch, Dirty Dom ist wirklich unbeliebt. Und Drew McIntyre wird nur so beliebt, gebuckt, dass Leute ihn unbeliebt finden sollen, aber er wird halt nicht ausgebuht. Dirty Dom, schauen das, ja. Vielleicht müsste man Drew McIntyre so bucken, dass er der neue Freund von Rhea Ripley ist, weil alle Rhea Ripley heiß finden. Mal kurz in die Richtung. Hat man geteased, ja. Geht man in die Richtung, ich sag's euch, und dann wird Drew McIntyre auf einmal mal so richtig ausgebuht. Ja, aber das hatte schon seinen Cut nach der Survivor Series, also das Ding ist, glaube ich, durch und dafür ist der Zug abgefahren. Ja, sehe ich auch so. Unser Zug fährt nicht ab, sondern weiter. Nick Aldis und Adam Pearce sind Backstage. Logan Paul kommt dazu, versteht nicht, warum er sich hier für irgendwas qualifizieren muss. Vor allem nächste Woche in Utah. Was, in Utah? Utah? Was will ich denn in Utah? Was will man in Utah? Ey, wir waren schon in Utah, Chris. Monument Valley, das war richtig geil. Da ist die Place to be. Die roten Steinfelsen. Das sieht sick aus. Salt Lake City oder so, das ist doch richtig geil. Also ich sag dir, eigentlich geil. Wenn Logan da nicht hin will, ich nehme das Flugticket und flieg da hin. Das ist kein Problem. Aber Logan, das ist doch bestimmt so ein Typ, weißt du, der sieht sich ja als den allergrößten Star, der Wichser, ja? Der denkt... Nein, der denkt ja wirklich, er ist der Allergeilste und sagt dann so, ja, nee, ich bin nur in Großstädten. Er hat bestimmt auch in jeder US-Großstadt so einen Sohn oder so, weiß ich ja nicht, was bei dem los ist. So Logan Paul, weißt du, so, das ist so, ich finde den als Charakter richtig geil. Also er macht ja auch einen super Job und ich glaube aber, der geht nur in Großstädte, also da, wo halt Tinder funktioniert oder so, jetzt in seinem Charakter, ja. Und wenn er dann irgendwo in Utah ist... Was kriegt er denn da angezeigt? Da läuft ja nichts auf Tinder. Ich kann dir aus Erfahrungsberichten kann ich dir sagen, dass da nicht so viel geht. Also ich verstehe den guten Logan. Ja, deswegen, ja, der will da nicht hin. So ein schöner, brünftiger Elch. Ja. So, auf jeden Fall hat er keinen Bock, in Utah zu catchen. Er sagt, ich verdiene das Rock-Treatment hier nicht, so ein Quark. Aber, ja, okay, ich mach's. Also ging dann auch relativ schnell, dass er dann doch gesagt hat, ich mach's. Aber ich bin nicht glücklich, sagt er dazu. Und Nick Aldis sagt, ja, nächste Woche triffst du hier auf The Miz und Dogen, also The Miz, ey, schönen Dank. Oh, The Miz in Utah. Das ist ja wirklich ein Szenario, das kannst du dir nicht ausdenken. Aber ja, das kriegen wir dann nächste Woche. Und als weitere Matchvorschau, nächste Woche bei SmackDown gibt es außerdem Dom gegen Kevin Owens, außerdem Shotzi gegen Tiffany Stratton. Spannend, die ist jetzt bei SmackDown dann. Und Naomi gegen Selina Vega. Und bei Raw kriegen wir Big Bronson Reed gegen Bobby Lashley, freuen wir uns auf Fleischcatch, und LA Knight gegen Ivar. Und außerdem gibt es New Day und Jey Uso gegen unsere Freunde von Imperium. Also die nächste Woche bei WWE ist doch richtig stacked. Ja, ich hab Bock. Gerade auf die Tournament-Matches. Das ist eine gute Road to WrestleMania, eine Road to Elimination Chamber erstmal. Und da habe ich Bock drauf, der gute Logan Paul. Ich finde, der hat recht, der sollte ein besseres Treatment kriegen und nicht nach Utah müssen. Weiß nicht, was da los ist, aber ja, bin gespannt, was man mit ihm in Richtung WrestleMania vorhat. Main Event. Ich habe ja eigentlich so einen Hauptmatch Knopf. Heißt das. Hauptkampf. Ich habe ja eigentlich so einen Knopf, ja. Aber ja, den habe ich heute nicht dabei. Randy Orton gegen Sami Zayn kann man mal so machen, oder? Finde ich. Ja, das SmackDown auf jeden Fall. Basic SmackDown Hauptkampf auf der Kampfkarte. Wenn da dann Sami Zayn gegen Randy Orton steht, denkt man so, es wird jetzt kein Feuerwerk. Kann man schon mal machen. So. Es war so ein Veteranen-Catch, weil Orton, ich habe mal seine Bumps in diesem Match gezählt. Er hat in diesem Match, glaube ich, nicht mehr als 5 Bumps dann letzten Endes genommen, weil er clever ist. Weil er nicht mehr muss, ja. Hat ganz dosiert seine Spots gesetzt. Ich finde, das hat man gemerkt. Der Zayn hat so ein bisschen die Arbeit gemacht während des Matches. Ja, und dann hat unter anderem, wurde Zayn quasi auch abgepultet. Er wurde aufgepultet. Er hat aber auch Randy Orton einmal aufgepultet. Das heißt, der erste Bump von Randy Orton war tatsächlich der auf das Kommentatorenpult. Ansonsten, Sammy ist am Drücker, richtig dicker Superplex von oben. Also den springen die so nach oben, das hast du noch nicht gesehen. Also der war richtig scheppernd. Das war der zweite oder dritte Bump dann von Orton, aber das Match lief dann schon 7-8 Minuten. Der schmettert Zayn dann aufs Pult, es gibt den Slingshot DDT, Einroller von Zayn, 1-2, Kickout, Blue Thunderbob hinterher, 1-2, Kickout, aber Haaresbreiter an der Stelle, ja. Da muss ich mich richtig zügeln gerade, dass ich jetzt hier nicht zu euphorisch werde. Junge. Und dann Randy Orton guckt kurz einmal, Sami Zayn nimmt Anlauf und Randy Orton, zack, RKO, out of nowhere. Und das reicht halt in dem Fall, das war der fünfte Bump dann von Orton. 1, 2, 3, ein Move zum 3-Count in knapp 11 Minuten Matchzeit. So die das SmackDown Main Event, würde ich sagen. Absolut, nicht mehr und nicht weniger. Wenn du
siehst, auf der Kampfkarte steht Sami Zayn gegen Randy Orton und du denkst, okay, wie könnte dieser Kampf jetzt laufen? Dann würdest du genau sowas erwarten, glaube ich. Und genau das war es auch. Du hast wirklich so die Uhr nach den Spots stellen können. Von daher, ich glaube, es hat getan, was es tun sollte. Ja, also ist auch, dass Randy Orton weiter ist, kriegst du jetzt auch keine Überraschung an der Stelle, oder? Also bei Sami Zayn hätte man überlegen können, kriegt der vielleicht als emotionale Story nochmal seinen Feel-Good-Moment bei WrestleMania? Wird nichts. Bis der seine Story finisht, dauert dann wahrscheinlich noch ein bisschen. Ja, und Sami hat ja eh momentan eine ganz andere Richtung. Wir haben bei Roy ja gesehen, dass er so ein bisschen den Rocky Balboa macht. Also der muss sich jetzt wieder ein bisschen von unten nach oben hochkämpfen. Er hat ja auch gesagt, er war letztes Jahr... Ja, er ist halt der ultimative Underdog, so kennen wir ihn doch. Der ist jetzt am Boden, letztes Jahr Mania Main Event, der muss jetzt erstmal wieder ein bisschen hochkommen. Und dem schadet die Niederlage gegen Randy Orton noch nicht. Ich finde, das passt in die Story, von daher ist das gut. Und Randy Orton kann man bei WrestleMania auch in so ein Match stecken. Also Seth Rollins gegen Randy Orton, die haben auch eine History, die reicht ja zurück bis WrestleMania 31. Also ganz schön lange, fast 10 Jahre. Und das könnte man prinzipiell auch machen. Deswegen Orton schon ein guter Sieger. Und ich habe Bock, den in der Chamber zu sehen. Ja, ich frage mich nur, dieses Teilnehmerfeld, ne, jetzt mit Elimination Chamber, wir haben ja schon drüber geredet, aber wenn dann wirklich diese Matches, wenn dieses Elimination Chamber Match feststeht, wer ist denn für euch derjenige, oder ich frage mal dich, Tobi, du hast jetzt Drew McIntyre schon ins Spiel gebracht, wer soll das denn gewinnen, dass die Charakterdynamik zwischen dieser Person und Rollins nochmal so Fahrt aufnimmt, dass man sich dann denkt, meine Güte, jetzt kommt das Match? Guck gerade WrestleMania, ich stell mir das vor, jetzt kommt das Match. Oh, Junge, ich hole mir nochmal Popcorn nach und dann geht's aber mal richtig ab. Tatsächlich, also eine Variante, die ich legit gut gefunden hätte, wäre Sami Zayn gewesen. Das hätte ich gut gefunden. Es gibt in meinen Augen jetzt noch zwei Namen, die ich sehen möchte, wo ich Bock drauf hätte. Der erste ist ein bisschen konservativer, damit machst du nichts falsch. Das ist Randy Orton. Randy Orton, Main Event, beziehungsweise großes Titelmatch, nochmal den Count aufstocken von seinem Titelgewinn. Das kannst du in meinen Augen absolut machen. Und der Typ kann dann noch abliefern. Der zweite ist im Endeffekt der jetzt seit Monaten over ist, aber irgendwie nichts geschenkt bekommt. Das ist LA Knight, wo ich auch sage, das wäre jemand... Das ist zwar dann eine Face-Face-Dynamik gegen Rollins, aber LA Knight ist jemand, der so einen Schwung auch mit diesem Titel entfachen könnte. Und dann bringst du es ein bisschen weg von dem Workhouse-Title zu dem Upcoming-Star-Titel. Und ganz ehrlich, das ist es für mich mehr. Das ist für mich nicht der zweite World-Title, sondern das ist für mich so der Übergangstitel zwischen Mid-Card und Main-Event, aber es ist nicht Main-Event. Und da sehe ich zum Beispiel jemanden wie LA Knight, wo ich sage, ey, der könnte das gewinnen. Wenn du mich jetzt drauf festnagelst, würde ich wahrscheinlich sagen, dass Randy Orton mein Favorit wäre. Drew McIntyre halte ich aus Booking-Sicht für... Sehr wahrscheinlich tatsächlich, aber mich persönlich entfacht das jetzt kein großes Feuer, sage ich mal. Ist nicht der Intercontinental Champion-Titel traditionell der Up-and-Coming-Star-Titel? Der IC-Titel hat für mich gerade eigentlich auch, das ist der Workhorse-Titel. Das ist der Workhorse-Titel und gerade in dem Vergleich ist jetzt Rollins, der übrigens auch als Workhorse zwischen Royal Rumble und WrestleMania kein einziges Match bestreiten wird, weil er verletzt ist, ja, finde ich, da stinkt der gegen ab. Mhm. Du hast der IC-Title, nimmt eigentlich genau diese Rolle ein. Deswegen sage ich, müsste der Titel von Rollins eine andere Identität bekommen, zum Beispiel die dieses Upcoming Star-Titels, der Titel der nächsten World Champions so ungefähr. Okay. Mhm. Und es ist eigentlich schon World Champion, aber der richtige World Champion ist man dann erst, wenn man den Roman Reigns besiegt. Richtig. Mhm. Okay, spannend. So wie eine Light-Version von einem World Champion. Wir müssen die Rechnung auch sowieso nochmal aufmachen, weil Gunther wird ja seinen Titel nie verlieren. Also die beste sportliche Leistung des Abends ist ja nicht ein Gimmick, ja, das ist ja die Realität. Der wird den Titel nicht verlieren, ja? Und also von daher können die sich warm anziehen. Ja, mal schauen. Ich die Amis da drüben. Können sich die Schrumpfamerikaner da. Ein paar Watch noch. Guten Tag noch. Die Flachwelt denkenden Menschen da, komisch. Egal, mache ich nicht auf das Fass. Aber ich bin bei Tobi, also komplett, kann ich komplett zustimmen. McIntyre macht für mich halt aus Booking-Sicht Sinn. Und deswegen will ich irgendwo sehen, aber Randy Orton ist halt Safe Pick, den kannst du da reinstellen. Und wie gesagt, die hatten schon 100 Matches, diese ganze Authority-Story, die es damals gab, das kannst du auch immer wieder ein bisschen aufspielen lassen. Und ich glaube, dass das das heißeste Match ist, was du für Mania zwischen den beiden dann kriegen kannst. Und um diesen Titel vor allem. Fazit. Wir sind durch mit dieser Review. Ich hoffe, sie hat euch viel Spaß bereitet. Wie hat euch insgesamt diese Ausgabe von SmackDown gefallen, Johnny? Es war sehr schön, dass du heute wieder da warst. Das hat mich sehr gefreut. Hat sich diese SmackDown-Ausgabe für dich gelohnt? War es das wert, frage ich dich.
Es war nicht die schillerndste Smackdown-Episode auf der Road to WrestleMania. Und sie hat aber wieder weiterhin Schritte in die richtige Richtung gemacht. Ich glaube, diese Show, wenn man jetzt nur den Podcast gesehen hat, die Show nicht gesehen hat, hat man da jetzt auch nicht super viel verpasst. Aber ich würde auf jeden Fall dann nächste Woche wieder einschalten, denn gerade das ist doch eigentlich das Schöne gerade, dass du von Show zu Show denkst, okay, habe ich jetzt gesehen, es gibt mal Ausreißer nach oben, Ausreißer nach unten, aber es fließt in einem Fluss, den man feiern kann. Die blaue Welle, die fühlt sich richtig gut an. Ja, mein Fazit ist, um das in den Tiers zu behalten, die wir sonst immer haben, brauchbar. Es war eine brauchbare Show, es waren ein paar Dinge drin, die ich richtig stark fand, es waren aber auch ein paar Dinge drin, wo ich sage, ja, schmeiß weg. Ich fand tatsächlich das Helming-Segment, das war das, was mich auf nächste Woche am meisten hypt, dass du Reigns und Rock dann in den Shows hast und ja, Elimination Chamber, die ist halt nicht so heiß, weil der Titel nicht heiß ist. Also darunter leidet dieses Turnier, sage ich mal. Aber ganz grundsätzlich war es ein Smackdown, wo ich jetzt nicht bereue, die geschaut zu haben. Das war solider Catch, auch eine bunte Mischung und deswegen eine absolut brauchbare Show, würde ich sagen. Brauchbare Übergangsshow. Heute haben wir am Ende dann Drew McIntyre und Randy Orton im Staredown gehabt. Drew McIntyre kam dann nämlich noch raus. Nächste Woche werden wir halt Rock und Reigns da haben. Das ist dann einfach ein Unterschied. Ich denke, deswegen muss man das als Übergangsshow an der Stelle auch begreifen. Mhm. Was ich an dieser Road aber feiere, ist trotzdem, WWE versprüht so diesen Esprit von, jeder Star muss sich seinen Spot auf dieser Card verdienen. Ja. Es ist nicht so, dass ihr jetzt einfach Leute WrestleMania-Matches hingeschissen bekommen, sondern du musst wirklich dir diesen Spot verdienen. Und das finde ich gut. Das gefällt mir in dieser Road to WrestleMania. Die SmackDown-Ausgabe war das, was sie war. Es war Elimination Chamber-Aufbau. Brauchst du solche Qualifikationsmatches? Man hat einfach ein paar Sachen auf den Weg gebracht, hat das mit logischem Booking gemacht. Wrestling war gut, ist solide. Und ja, ansonsten glaube ich, gibt es aber für die nächsten Wochen, gerade für Fans, auch für die Wrestler dann, genug Ziele, Motivation, genug Gesprächsstoff. Und freue mich natürlich, wenn wir das hier alles weiter für euch begleiten können. Dann der Marcel an dieser Stelle hier, also nicht an dieser Stelle, sondern wahrscheinlich auf der Seite des Bildschirms hier. Aber Chris wird ihm zugeschaltet haben. Und wir gucken mal. Vielleicht machen wir das hier trotzdem öfter, weil ich finde das tatsächlich ganz cool. Gefällt euch das? Sick. Merkt ihr einen anderen Vibe, wenn wir zusammensitzen und podcasten? Ich spüre das mega. Also wenn ich das vergleiche. Die Arme nehmen, Jungs. Ich meine, das ist doch schön. Ich habe ja auch, ich podcaste nicht mehr so regelmäßig, könnt ihr gleich noch sagen, aber ich finde das schon ein Riesenunterschied, wenn man sich ins Gesicht guckt, auch vom Miteinander, vom Timing und so. Man redet halt nicht wieder mit einer Kamera oder mit einem Bildschirm. Auf jeden Fall. Also ich finde, das ist ein sehr, sehr großer Mehrwert. Es ist eine ganz andere Gesprächsdynamik. Es ist so ein, es ist als Talk einfach noch ein bisschen, finde ich, organischer und einfach noch ein bisschen harmonischer. Deswegen hat mir das auch große Freude bereitet. Ja. Ich finde es immer großartig. Also der Torpedo und ich, wir machen das ja schon bei Collision relativ regelmäßig. Ich finde es großartig. Kommt alle vorbei ins Studio Melzig und dann nehmen wir das alles auf. Und auch hier. Das Community-Treffen findet also hier statt. Darüber müssen wir noch mal ein bisschen handeln. Aber auch hier, welcher Podcast kann das bieten? Deswegen finde ich es großartig, wenn wir mal sowas auf die Beine stellen. Und, macht das Spaß auch in der. Das mehr, also ich finde es schön, wenn wir zu dritt hier sitzen und einfach drei Leute miteinander diskutieren und reden können. Das finde ich, macht einfach noch mal mehr her von der Dynamik und macht uns auch am meisten Spaß. Deswegen, ja, ich hatte sehr viel Spaß, dass ihr hier bei mir am Start wart und ich hatte Spaß mit dieser Smackdown. Ja, schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Und jetzt schicke ich euch hier schon fast ins letzte. Ich mach das jetzt. Ja, schreibt in die Kommentare, wie ihr die SmackDown fandet. Was sind eure Highlights? Was sind eure Lowlights? Und da wir es nicht genannt haben, wer ist eure Wärmepumpe der Woche? Und wer ist euer, naja, Blödian der Woche? Schreibt das gerne in die Kommentare. Ich gebe jetzt erstmal weiter an Johnny und dann kann der Moderator heute mal das Ding beenden. Ich mache das einfach so. Heute ist alles ein bisschen anders, deswegen, Jonathan, vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, hier dieses Smackdown mitzumachen. Ich möchte einen Shoutout sagen an alle Leute, die wöchentlich die Smackdown-Review einschalten. Das ist ja auch wechselnde Besetzung und so. Ne? Podcast ist ja auch schön, wenn einfach immer die gleichen Leute da sind, dann gewöhnt man sich daran und so. Aber wir haben wechselnde Besetzung, ist nicht selbstverständlich, dass ihr da auch regelmäßig mit dabei seid. Richtig geil, vielen Dank. Und see you soon, Tobi. Schick uns raus. Ich schicke euch raus mit GW, Genieß Wrestling, wen es betrifft. Hauptkampf gibt's Sonntagabend für Supporter, Montag früh dann für alle. Auf allen Kanälen unseren Nachschlag gibt's nächste Woche. Da freue ich mich schon sehr drauf, wenn ihr den sehen könnt. Ist ein Spotify-Talk. Und damit Deckel drauf. Danke fürs Dabeisein. Vergesst den Daumen nicht, der hilft uns. Schreibt Kommentare. Wir sind raus. Auf Wiedersehen. Tschüss. See you.